Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Shadowverse Arena. Und ich hoffe, dass ich jetzt mal Glück habe mit den zur Verfügung gestellten Klassen. Oh, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder keine von denen, die ich brauche. Ich denke, Forestcraft hatten wir seit länger nicht mehr, dann nehme ich Forestcraft mal. Es ärgert mich halt echt sehr hart. It's end of your turn, if an die free damage to an enemy follower, if it, ich weiß nicht. Ich denke tatsächlich, dass ich lieber hier mitgehe. Water Fairy, Servant of Unkilling. Warte mal, Whispering Woods. Select an can. Ja, okay. Das ist doch nicht so schlecht. Jo. Die sind eigentlich beide sehr gut, aber Nature's Warden finde ich besonders gut halt. Das ist natürlich auch eine geile Karte. Aber ich denke, dass ich mit Whispering Woods und dem gehe. Goblin Fighter und Keen Enchantress. Okay. Predatory Might ist sehr, sehr gut. Dann nehme ich mal die hier. Jo, hier. Dry Growth. Eigentlich gar nicht so schlecht. Vor allem hier mit dann. Ja, ich denke, ich nehme die beiden. Jo. Evolve ist nicht so schlecht. Mechabon. Was played. Was habe ich eigentlich an Machina Cards? Ich glaube, ich habe bisher keine einzige Machina Karte. Ups. Dann nehme ich lieber den hier mal. Nehme ich nochmal den oder. Forest Defender nehme ich, glaube ich mal. Obwohl, ich habe gerade keine Ahnung, ob ich überhaupt irgendwelche Buffkarten und sonstigen habe. Natürlich nicht so optimal. Nature's Corroded ist eine ganz gute. Oh! Tista, Rings of Mercy. You will feel it during your turn whenever a follower is added to your hand from anywhere but your deck. Das ist interessant. Das ist tatsächlich interessant. Ich denke, damit gehe ich dann auch mit Karbunkel und sowas. Ich. Damit könnte ich zumindest sehr hart die Dings buffen, die Rhinos. Also das ist ein sehr günstiges Deck. Und spielt tatsächlich ein bisschen sehr auf die Rhinos Roaches. Das ist ab, aber ich habe keine wirklichen Karten, womit ich die normal mir auf die Hand hole. Das heißt, ich muss sie mir quasi mit den Evolve-Effekten zurückholen. Das ist auch der Grund, warum ich Karbunkel auf der Hand lasse. Denn Karbunkel Spark ist halt einfach sehr, sehr gut für mich. Nein, da spiele ich dann mal gerade gar nichts von. Das ist natürlich sehr nett für mich. Also ich habe tatsächlich sehr viel Hard Removal Karten und dergleichen. Das ist, denke ich, auch nicht so schlecht. Den mache ich jetzt noch nicht. Ich denke, ich mache jetzt den hier erstmal. Mach den hier. Und mach den einfach mal. Ich habe immer noch Nature's Corroded, was ich gleich notfalls selber spielen kann.
Und Karbunkel. Vor allem Karbunkel habe ich ja sogar zweimal im Deck. Das wird sehr lustig noch. Das ist jetzt ein bisschen am Überlegen. Nature's Corroded würde ich dafür eigentlich nicht zwingend benutzen. Ich mache einfach mal. Ich weiß, dass ich den hier hätte spielen können, aber ich habe mir gedacht, noch nicht. Jo, den mache ich mit Nature's Corroded weg. Vielleicht sollte ich gleich High Enchantress spielen. Das könnte, denke ich, ganz gut werden, dann kann ich nämlich die Kombination. Ich könnte aber natürlich auch. Gut, dann mache ich mal den hier. Okay, interessant. Wieso hat er das gemacht? Die Aktion habe ich nicht hundertprozentig verstanden, außer er möchte. Na, okay, dann nicht. Ja, bringt mir gerade noch nicht so wirklich was, was ich gerade im Kopf hatte, dann mache ich einfach mal. Dann mache ich mal den. Und im nächsten Zug kann ich dann Nature's Warden machen. Und die beiden hier kann ich dann auch noch mal machen. Okay. Interessant. Den mache ich dann noch nicht. Ich spiele einfach mal Nature's Warden. Damit habe ich jetzt schon mal eine relativ vernünftige doppelte Verteidigung. Okay, was macht er da jetzt noch? Okay, dann mache ich mal das. Das ist für mich jetzt tatsächlich ganz gut. Dann mache ich den hier mal einmal.
Also, das war nicht ganz so schlecht für mich. Dude, step off. This ends here. Showies, will we shy? Okay. I'll be a great queen one day. Okay, Rhinoceros, aha. Okay, verstanden. Ey. Okay, damit habe ich jetzt tatsächlich nicht so das Problem. Schade eigentlich, den hätte ich da gerne anders gehabt, aber gut, dann mache ich es halt trotzdem so einmal. Mache ich lieber im nächsten Zug erst. Okay. Der hat da offenbar disconnected. Also, ich kann das Deck immer noch nicht einschätzen. Das war vielleicht einfach ein sehr glückliches Matchup für mich. Aber ich kann das Deck halt echt immer noch sehr, sehr schwer nur einschätzen. Der Vorteil ist halt mit solchen Karten wie Whispering Woods, welche ich ja zweimal im Deck habe, kann ich immer noch gut Karten nachziehen, weil das ist ja zum Großteil ein relatives Low-Cost-Deck. Also mit relativ wenigen Playpoints. Ich glaube, ich habe nichts über 6 Kosten drin. Da kann ich dann schnell mal aus Handkarten laufen und halt mit solchen Karten hier kann ich dann gut nachziehen. Beziehungsweise mir meine Hand zumindest vernünftig aufstocken. Mich nervt es ja, wenn die Leute einfach disconnecten. Man kann ja nicht einfach normal surrendern. Nein, man muss disconnecten. Das finde ich echt etwas nervig. Gut, Match Nummer 2. Mal sehen, was wir diesmal für einen Gegner bekommen. Also, wir haben schon mal ein Match gewonnen. Das ist wenigstens etwas. Er fällt mir gerade auf. Ja, wir haben zweimal Karfunkel drin, oder? Damit lässt sich ziemlich viel Evolve-Spaß betreiben. Der halt dann auch sehr hart werden kann. Ihr kommt raus, sorry. Nicht ganz so das Optimum, was ich gerne haben wollte. Ja, auch nicht so ganz das. Okay, das ist schon mal etwas. Es ist halt trotzdem nicht so ganz optimal, aber kann ich wenigstens etwas spielen, weil das bringt mir halt mir wirklich so ziemlich überhaupt nichts da in der Situation gerade. Das. Okay. Interessant. Das bringt mir halt auch nicht so. Oh, das ist gut. Ja, komm. Ich spiele die Fairy. Was man auf dem Feld hat, hat man auf dem Feld. Was macht der jetzt? Also ich habe hier glücklicherweise noch Whispering Woods, womit ich schön mir gleich Karten nachholen kann.
und ich kann halt dafür sorgen, dass zumindest eine Kreatur im nächsten Zug nicht angreifen kann. Natürlich kommt es halt auch ein bisschen darauf an, was er jetzt spielt. Wenn er denn was spielt. Wonach es hier gerade nicht so aussieht. Okay. Ich bin ja kein, also ich bin ja wenig ein Freund von so Discard und dergleichen. Das ist aber meine Eigenheit, muss ich ehrlicherweise sagen. Okay, die bewahre ich mir auf. Die kommt im nächsten Zug definitiv. Dann nehme ich mal den hier. Silence und hopp. Cost two if at least two cards. Das ist auch nicht schlecht, damit sollte ich vielleicht ein bisschen. Das kann ich theoretisch gleich auch machen. Jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, was mache ich jetzt? Ich könnte theoretisch sogar nochmal Whispering Woods spielen und den. Aber eigentlich möchte ich gerne den hier auch. Ich kann natürlich die beiden spielen, damit habe ich. Damit kann ich das Feld räumen. Ich weiß aber gerade nicht so, ob das tatsächlich so die optimale Wahl wäre. Christel. Ja, Eve würde mich 4 kosten. Ich denke, ich mache erst einmal das hier noch. Gut, ich habe jetzt 6 Karten. Ich kann. Butte Crystal eventuell und. Aha. Also with at least 4 attack. Ich denke mir gerade, dass ich mir den hier wahrscheinlich nochmal am besten aufbewahren sollte. Deshalb ist dann gerade ein bisschen die Frage, was ich jetzt mache. Ich denke, ich spiele den hier mal. Spiele den. Vielleicht sollte ich. Ach fuck. Nee, ich kann nur noch einen von denen quasi spielen. Dann mache ich einfach mal jetzt den. Mache den. Gut, damit habe ich da jetzt noch nachgezogen. Ich gehe davon aus, dass er. Oh fuck, das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut, weil damit kann er mein gesamtes Feld clearen. Nicht gut. Und ich habe jetzt auch meine Hand voll. Jetzt wird's ein bisschen ungünstig für mich. Ah, shit. Gut. 1, 2.
Das ist auch nicht gut, ey. Oh, das ist alles gerade nicht gut für mich. Ich bekomme den hier nicht auf 4 hoch. Verdammt. Weil das der Fall ist, muss ich dann den hier machen. Hopp. Ah, ich habe verloren, Mist. Ist mir jetzt gerade aufgefallen. Shit, ich hätte das doch denen machen sollen und versuchen sollen zu clearen. Mist. Mist, Mist, Mist. Schade, 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 schade. Also da hat es mich auch echt gekillt, dass er zusätzlich hier auch noch einmal das Field clearen konnte. Das war echt. Da habe ich Missplays gemacht, denke ich. Natürlich war es ein bisschen risikoreich, so zu spielen, und ja, das hat sich halt leider diesmal nicht ausgezahlt, dieses Risiko so einzugehen. Ich habe halt echt gehofft, dass ich nach Möglichkeit. Time for me to prove myself. Activate. Enhance. Fire. Sorry, ihr seht mir gerade zu teuer. Das ist doch vernünftig. Gut. Damit kann ich doch wirklich mal ganz vernünftig arbeiten. Damit habe ich nicht das Problem. Gut. Eins, zwei, drei, vier. Wir sind das schon mal. Jetzt ist für mich ein bisschen die Frage. Ach komm, ich gehe jetzt einfach das mit den Daisy Bow Archer. Gehe ich das jetzt einfach ein? Ich gehe davon aus, dass der den da jetzt traden wird. Das andere wäre schon fast komisch. Und danach. Ach fuck, ich hätte noch Water Fairy spielen sollen. Mist. Danach spamme ich die mit Tier, Cristelia, Eve raus. Er wird den hier traden, ja. Gut. 1, 2, 3, 4, 5. Dann schön. Ich gehe davon aus, dass er den hier angreifen wird. Damit habe ich aber auch nicht so das Problem. Ups, mir fällt gerade auf, dass ich da. Das könnte etwas problematisch werden, mit den vier auf einmal hier zu spielen. Außer der hier wird weggetradet. Was ich ja eigentlich nach Möglichkeit vermeiden würde. Naja, ich muss halt sehen, was gleich kommt. Okay. Okay, doch. Aha. Er wird. I still love you. Das war gleich dämlich. Da hat er wahrscheinlich einfach das Falsche erwischt gehabt. Ist für mich ja nicht schlimm.
Gut. Viel Spaß damit. Vor allem das Schöne ist, ich kann... Okay, vielleicht soll ich das nicht im nächsten Zug machen, aber... Ich kann dann dessen... Dann noch auf jeden Fall gut was mit... Ah! Dank dem Effekt habe ich... Kriege ich den... Habe ich den hier auf... Ja, das ist doch mal... Ich würde sagen, den mach ich mal da. Zwei. Ich mach jetzt das Evolve, damit ich den sicherheitshalber wegbekomme. Weil ansonsten sind mir die 6 Schaden jetzt ein bisschen zu gefährlich gerade. Aber ich kann, im nächsten Zug kann ich Horn Soldier und die hier spielen. Und ich habe auch noch ein Evolve übrig. Big Brothers have to be strong. Nervig, könnte aber schlimmer sein. Gut. Das finde ich jetzt gerade in Ordnung. Der hat kein Wort. Okay. Egal. Das ist schon vernünftiger. Okay. Zwar nicht optimal, aber dafür muss er wenigstens da was abfahren. Er hat auch nur noch 4 Karten auf der Hand. Sehr interessant. Dann spiele ich mal den hier. Und beende mal den Zug. Ich kann mir vorstellen, dass ich im nächsten Zug Nature's Warden spiele. Vielleicht, ich hätte King Enchantress vielleicht auch spielen sollen. Jo, ich spiele Nature's Warden. Damit hat er jetzt ein sehr großes Problem. Vor allem, weil das genau ausreichen würde, um ihn zu killen. Okay, damit... er hat wahrscheinlich irgendwie eine Kombination auf dem Fall, damit er zumindest einen von denen wegbekommt, oder? Ja. Ich habe aber noch den hier auch. Sorry, aber das Ganze ist für mich wenig ein Problem. Denn ich kann den hier machen. Gut, hoppala. Okay. Ich hab das Gefühl, dass er disconnected hat. Wahrscheinlich hätte ich auch High Enchantress spielen können und... Ach, egal. Also ich gehe davon aus, dass er aufgegeben hat. Daher... ist das alles absolut egal jetzt. Also... Was heißt aufgeben? Er hat wahrscheinlich disconnected. Disconnecten sehe ich nicht als aufgeben an, disconnecten sehe ich als einen Mittelfinger an. Mittelfinger, ich gönne dir den Sieg nicht. Hm.
This is grave. Jo, habe ich mir doch gedacht, dass er aufgegeben hat. I did it. I won. Damit haben wir 2 Siege jetzt. Ja, 2 Siege in unseren ersten 3 Matches. Mal sehen, wie die nächsten beiden Matches verlaufen werden. Das seht ihr dann morgen in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.